Und herzlich willkommen zurück zum Kingdom Hearts Recoded Weekend. Als wir unsere Helden das letzte Mal zurückgelassen haben, ist er gerade eine Stufe aufgestiegen, oder wäre es zumindest, wenn Recoded nicht ein einzigartiges Level-Up-System benutzen würde, wie es zum Beispiel eben Kingdom Hearts 3 for 8 Days Over 2 hatte. Und deswegen werden wir jetzt mal unsere neuen Level ausrüsten. Hier übrigens auf dem unteren Bildschirm können wir unsere Charakterwerte sehen. Das sind halt die Standardcharakterwerte. Wir können auch noch hier unser Kommandodeck kurz betrachten, welche Fertigkeiten wir haben. Das, was ich hier Cheats nenne, sind so Modifikatoren, mit denen man dann ja bestimmen kann. Also das Ganze wird dann auch über die Status-Matrix ausgeführt, dass man beeinflussen kann, wie viel Geld man kriegt, wie viele Hitpoints Sora hat, auf welchem Schwierigkeitsgrad man spielt, solche Sachen halt. Und hier können wir den ganzen Übertaktungsbaum nochmal ansehen. So, das ist jetzt aber nicht gerade wichtig. Wir wollen jetzt erstmal ein Level aufsteigen. So, willkommen in der Status-Matrix. Das Ganze sieht jetzt zugegeben mörderisch kompliziert aus. Ist es aber gar nicht. Was ihr wissen müsst, von jedem Prozessor aus, also hier können wir den Schwierigkeitsgrad festlegen, aber von jedem dieser leuchtenden Prozessoren aus können wir Status-Chips einsetzen. Hier zum Beispiel setzen wir jetzt einfach mal einen Stufenchip ein. Dadurch, dass wir den eingesetzt haben, steigen wir ein Level rauf und kommen auf dem Brett weiter. Also so ein bisschen Sphero-Brett-mäßig. Also in diesem Fall haben wir jetzt eine neue Fähigkeit freigeschaltet. Das ist die Ausweichrolle, die können wir jetzt durch den Drücken von Y im Kampf, beziehungsweise auf dem Feld, nutzen. So, und jetzt könnten wir hier, wenn wir hätten, noch einen Chip anwenden und dann gleich die nächste Fähigkeit freischalten, aber mehr ist uns nicht vergönnt. Und das sieht hier noch gerade ziemlich übersichtlich aus, aber wenn ihr jetzt auf Select drückt, dann seht ihr schon, die Karte ist wesentlich größer und mit jeder abgeschlossenen Welt kommt da einiges hinzu. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, kommen wir in die Kommandomatrix. Hier können wir unsere Kommandodecks zusammenstellen. Ist hier natürlich noch ein bisschen übersichtlich. Interessant ist dabei auch, dass es die aus Birth by Sleep bekannte Kommandofusion auch gibt, sie hier aber anders durchgeführt wird. Ihr seht, hier gibt es pro Slot beziehungsweise pro Kommandoabteilung immer zwei Slots. Da können wir ein zweites Kommando reinsetzen, die dann wiederum ein komplett neues, das dann in den roten Kasten gehört, ergeben würden. Sind beide dann auf Maximallevel, können wir diese beiden Kommandos zu dem neuen Kommando fusionieren und das Ganze fortsetzen. Wir können die Dinge auch ewig aufleveln, wir können den Spezialstatus-Effekte verleihen, alles möglich und für Perfektionisten zwangsnotwendig, weil es dafür für das Secret Ending wichtige Trophäen gibt. Zuletzt haben wir dann noch die Ausrüstungsmatrix. Hier können wir bestimmen, welches Schlüsselschwert wir benutzen. Ist natürlich nicht gerade viel Auswahl am Anfang. Wir können unser Abschlusskommando bestimmen, ebenfalls nicht viel Auswahl. Und wir können Accessoires einsetzen, wofür wir noch weniger Auswahl haben. So, ja. So viel dazu. Ja, in Konfigurationen könnt ihr halt alles mögliche einstellen. Hier könnt ihr die dynamische Kamera einstellen. Ich persönlich bevorzuge, obwohl es ein bisschen komplizierter ist, die statische Kamera, weil wie gesagt, für die Plattformpassagen ist sie besser. Ja gut, hier überspringe ich gerne nochmal Heilfertigkeiten. Oh, und auch ganz witzig. Ihr könnt es so einstellen, dass das Sora automatisch an Kanten springt. Ich persönlich schalte das gerne aus, weil warum soll ich das automatisch machen? Ich glaube, das ist nur so ein Überbleibsel davon, dass das halt ursprünglich mein Handyspiel war. Und da war das halt dann wesentlich komfortabler. So, das ist das Debug-Protokoll, das in diesem Fall als Tagebuch herhalten muss. Und hier sehen wir schon. Es gibt 30 Trophäen zum Sammeln. Und wer das Secret Ending sehen möchte, der muss hier auch mächtig ranklotzen. Also
Von diesen 30 werden, ich glaube, 20 gebraucht und ja, da ist man einige Zeit mit beschäftigt. So, dann haben wir hier noch die Sammlung, also hier können wir sehen, welche Chips und sowas wir haben. Story, Gegner, Charaktere, das Übliche halt. Ja, dann hier Tutorien, aber das brauchen wir gar nicht. So, dann haben wir da auch einen hübschen Speicherpunkt. An dem können wir, wie ihr euch sicherlich denken könnt, speichern. Das unterlassen wir aber jetzt mal. Und gehen stattdessen einfach weiter. Und wir landen wo? Auf der Insel des Schicksals. Auf den Inseln des Schicksals. Entschuldigung, Plural. Obwohl man ja mehr als eine Insel hier nicht kennenlernt. Jedenfalls. Habt ihr gerade sicherlich schon bemerkt, es ist hier nicht alles im Lot. Und ja. Schon wieder diese Stimmen. Wer bist du? Bist du in Ordnung, Sora? Woher kennst du meinen Namen? Sind wir schon mal begegnet? Ich bin Mickey. In dieser Welt haben wir uns noch nicht getroffen. Aber ich kenne dich, Sora. Und du kennst auch mich. Wir sind Freunde. Moment mal. Wir treffen uns gerade zum ersten Mal. Wir kennen uns trotzdem und sind Freunde? Das soll man jetzt einmal verstehen. Wir befinden uns in einer anderen Welt, in anderen Welten, Sora. Oh, das ist eine lange Geschichte, für die wir definitiv keine Zeit haben, um die Spiele zu langweilen. Dafür haben wir andere Spiele. Ich kann deine Welt nicht besuchen. Daher habe ich gehofft, dass du vielleicht ein Rätsel für mich und meine Freunde lösen kannst. Was für ein Rätsel? Es gilt, eine Antwort zu finden. Sie befindet sich irgendwo in deiner Welt. Finden Sie Sora, nur du hast die Macht dazu. Ehrlich gesagt verstehe ich rein gar nichts. Reicht es dir, wenn ich mich hier umsehe? Ganz genau. Wenn dir etwas unklar ist, frag einfach. Okay. Seh dich erstmal nach Anomalien um. Alles, was ungewöhnlich ist, hilft uns weiter. Zum Beispiel diese Blöcke, die vielleicht einigen von euch in dem kurzen Überblick aufgefallen sind. Ungewöhnlich als diese Blöcke geht nämlich kaum. Meinst du, du kannst mehr über sie herausfinden? Klar, ich werde mich bei den anderen umhören. Sora, denk immer daran. Es mögen Welten zwischen uns liegen. Doch ich bin immer bei dir. Wir sind jetzt ein Team. Naja, so im Sinne von Voice with an Internet Connection, ne? So, damit befinden wir uns auch gleich im ersten Areal des Spiels. Und können diese Blöcke hier kaputt hauen. Was ist los, Selfie? Und jetzt, ich versuche gar nicht erst die Frauen zu imitieren, okay? Diese Blöcke sind los! Diese Blöcke sind los! Okay, ich versuch's doch. Und zwar nicht so knapp! I fail. Weißt du warum? Nee, keine Ahnung. Aber es werden immer mehr. Wenn die Leute so ranklotzen, ist bald die ganze Insel unter ihnen begraben. Hoffentlich zieht es und gar nichts passiert. Wieso? Wo sind die hin? Zum Strand, um die Nachforschung anzustellen. Die frage ich best auch mal. So, kleines Tutorial. Wir können diese Bugblöcke nämlich auch kloppen. Und Zink. Wir können uns da auch eine Belohnung abholen bei dir. Ist mir beim ersten Mal entgangen. Ist auch egal. Und da hinten ist Baka. Hey, Sora! Die Insel spielt verrückt, Mann. Ist bei dir alles in Ordnung? Was sind das für Blöcke, Baka?
Wo sind die hergekommen? Keine Ahnung, die waren auf einmal da. Einfach so, und es werden immer mehr. Den Block da vorne sehe ich gerade zum ersten Mal. Werde ich mal genau unter die Lupe nehmen? Wirklich? Klar, kein Problem. Gut. Ja, und hier wird uns jetzt der Autosprung erklärt, den ich aber abgeschaltet habe. Aus gutem Grund. Wie gesagt, ich mag meine Sprünge manuell. So. Übrigens ist dieses Backblöcke verhauen auch ideal, um Taktpunkte zu gewinnen, also um die Taktfrequenz hochzutreiben. So, und tada! Wir haben einen Chip erhalten. Und zwar sind diese Raritätenblöcke immer mit solchen kleinen, immer mit Bonus-Chips gefüttert. Kennen wir daran, dass sie so einen metallischen Stern haben. Der hier hat jetzt einen normalen Stern. Ich weiß nicht, ob man das über die Kamera ganz gut sehen kann. Und da sind dann nur halt solche kleinen Schätze drin. Also LP-Kugeln, Geld, sowas halt. So doof zum Laufen. So, hier haben wir jetzt einen Nullchip erhalten. Wir werden die Dinge auch gleich einsetzen, keine Sorge. Und hier ist nochmal so ein normaler Kugelblock. So, dann schauen wir mal, was wir da alles erbeutet haben. So, also setzen wir jetzt mal hier in die Matrix den LP-Chip ein. Und erlernen Analyse. Hurra! So, und dieser Null-Chip hier, im Prinzip bringt er genau das, was er sagt, nämlich Null. Obwohl nicht so ganz, er bringt uns nämlich ein Feld weiter. Also wir können damit im Prinzip ganz gut voranschreiten, wenn mal gerade nichts anderes zur Verfügung ist. So, bevor ich mich jetzt auch bei Wacker melde, werde ich hier nochmal ein paar Blöcke zerstören. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die hier drüben auch mitzählen, ich schätze mal schon. Wir können ja mal einfach nur sicher jetzt mal nachfragen. Jo, und wir kriegen einen Chip. Hurra! Dann setzen wir den auch gleich mal ein. Gut. Mit unserer wunderbaren Belohnung in der Tasche gehen wir jetzt zu Wacker und erzählen ihm mal, dass wir gerade Blöcke kaputt gehauen haben. Mann, sind wir gut. In dem Block war da was drin! Was du nicht sagst. Könntest du was mit dem Inhalt anfangen? Jo, und natürlich. Bestens. Kannst du dann vielleicht auch noch Martellus sehen? Der ist nämlich noch nicht von seinem Rundgang zurück. Er kann auch nicht weit gekommen sein. Wie ich Tidus kenne, steckt der sicher schon wieder bis zum Hals in Ärger. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Danke, Mann. Ja, jetzt haben wir gerade nochmal den das Status-Chip-Tutorial gekriegt. Und hier ist wieder der Kuchen-Heini. Du schon wieder. Ich habe heute eine zitterige Hand, glaube ich. Die habe ich immer. Und wir kommen zu einem weiteren großen Spielmodus. Nanu! Was ist das wohl für ein Signal ist? Einen geheimen Zugang hinweisen. Ob das auch eine Anomalie ist für die Blöcke? Echt, ist der Typ ja gerade durch diesen Zugang verschwunden. Dies könnte in der Tat der Fall sein. Sieh die Sache mal genauer an. Vielleicht hilft es dir bei der Datenreparatur. Okay, ich schau mal, was sie machen lässt. So, was wir jetzt hier machen können, ist Hintertüren suchen. Blub. Wir sehen jetzt hier, beziehungsweise wir hören hoffentlich so ein kleines Piepen. Und auf dem Radar blinkt es auch was um uns. Und wir sollen jetzt nach einer Hintertür suchen. Das ist in diesem Fall jetzt noch sehr einfach. Die sind auch immer an recht auffälligen Orten. Wenn wir sie gefunden haben, drücken wir jetzt A. Und bam! Wir haben ein Loch in die Datenwand geschlagen. Wo ist er hin? Hier rein. Ein Zugang zum Systemkern. Willst du ihn betreten? Doch.
Und hier kommen wir jetzt zum großen Spielelementteil von King Horse Recoded. Darum ist das Ding, heißt das Ding ja auch Recode, vor allem Coded, ne? Denn in den Systemkern müssen wir jetzt dafür sorgen, dass wir Bugs tilgen in Form von bestimmten Herzlosen. Das sind jetzt diese hier, diese komisch blinkenden Dinger. Wenn wir die jetzt nämlich alle töten, dann bauen wir das System hier wieder auf. Also dann wird das Ganze hier wieder schön blau, nicht mehr so aggressiv rot, und wir können weiter. Also jetzt in diesem Fall müssen wir nur ein Areal befreien. Das wird später noch komplizierter. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir auch gleich mal ein paar Boni mitnehmen. Was uns das Spiel gerade im Tutorial erklären wollte, und ich glaube, das sieht man über die Kamera nicht so schön, den ganzen blauen Untergrund, weil es blau irgendwie Kamera, so Videokamera unfreundlich ist. Anyway, was uns das Spiel gerade erklären wollte und was vor allem diese Punktzahl links oben bedeuten soll, das sind Systempunkte. Und die können wir am Ende ganzen unseres Ausflugs nutzen, um uns Bonusgegenstände zu kaufen. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Na gut. Wir sollen jetzt hier also auch wieder eine bestimmte Anzahl von verpackten Herzlosen bekämpfen. Diese Anzahl bekommen wir übrigens immer auf dem Touchscreen mitgeteilt. Das sehen wir jetzt hier oben rechts in der Ecke. Da sehen wir auch, aus wie vielen Ebenen der aktuelle Systemkern besteht. Und ja, dann jagen wir mal herzlos, oder? Währenddessen treiben wir auch unsere Taktstufe weiter in die Höhe. Sind ein Level aufgestiegen. Und das war jetzt doof. Das kommt davon, wenn man einfach nur auf Button draufhaut. Das war jetzt gerade nicht so schön, aber ich bin schon eingesteckt. So, 12 von 16 haben wir. Und da geht der Kampf auch gleich weiter. Jetzt ist unser König-Anhänger eine Stufe gestiegen. Was bedeutet, wir bekommen neue Taktfertigkeiten. Also jetzt sehen wir hier zum Beispiel, dass Eiserner Wille aktiviert ist. Wir könnten jetzt alternativ darunter schalten. Da allerdings Eiserner Wille eine Endstation ist, also von da aus nichts mehr gibt, kommen wir dann nicht mehr auf diesen Zweig. Könnten aber trotzdem dann auf, wie wir an diesem Symbol sehen, auf unsere Abschlussfertigkeit zugreifen. Also die wird dann einfach eine Stufe vorher aktiviert. Blub, 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 blub. Das hätte er jetzt auch nochmal wunderschön in der Tutorialbox erklärt. So, dann sind wir hier in diesem Areal auch schon wieder fertig. Dann steigen wir mal aus. Und hier sehen wir jetzt den Ergebnisbildschirm. Wir können uns also, wie gesagt, mit den erkämpften SP jetzt Dinge kaufen. In diesem Fall können wir uns gleich alles hier mitnehmen. Später wird das Ganze natürlich wesentlich teurer und vor allem kommen dann hier auch noch Kommandos hinzu. Die kann man sich dann häufiger kaufen. Und alle übrigen Systempunkte können entweder in Geld oder Erfahrung gesteckt werden. Ich persönlich stecke die lieber gerne in Erfahrungspunkte als in Geld. Puh, wieder zurück. Und wir machen dann hier auch erstmal eine kurze Pause. Denn ich glaube, nach diesem aufregenden Trip in den Datenkern hat sich Sora ein kleines Päuslein verdient. Also dann, bis zum nächsten Teil.